Der VfL Pfullingen wird Ihnen präsentiert von Renz Entsorgung, Ihr zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb im Raum Reutlingen und Tübingen. Hallo zum Sport. Weiter geht's mit dem Saisonrückblick und dem VfL Pfullingen in der dritten Handballliga und dem absoluten Topspiel zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenzweiten. Der VfL um Kapitän Micha Thiemann traf auf den TuS Fürstenfeldbruck und die altehrwürdige Kord-Ab-Sporthalle war wie zu besten Bundesliga-Zeiten rappelvoll. Über 1150 Zuschauer wollten das Duell zwischen den Echatz-Krokodilen aus Schwaben und den Panthers aus Oberbayern sehen. Darunter neben rund 50 Fans aus Fürstenfeldbruck auch Ex-Coach Till Ferno und Trainerlegende Kurt Reusch. Bevor es losging, überreichten Vertreter des Freundeskreises noch zwei Schecks im Wert von insgesamt 3.000 Euro an die Jugend des VfL. Mit 8 Siegen in Folge stürmten die Brack-Schützlinge an die Spitze. Nach der Niederlage gegen Heilbronn musste der TuS die Tabellenführung an den VfL abgeben. Nach der Auftaktniederlage in Plochingen und dem Remis gegen die zweite der Rhein-Neckar-Löwen war der VfL-Zug nicht mehr zu stoppen. Auf dem Weg zum Platz an der Sonne hatten Erlangen 2, Willstedt, Heilbronn, Pforzheim, Hasloch, Oppenweiler, Danzenberg und zuletzt Kornwestheim allesamt das Nachsehen. Das Training war noch fokussierter und intensiver, so Micha Thiemann im Vorfeld. Man merkt an vielen Kleinigkeiten, dass das Topspiel ansteht. Die Mannschaft ist noch motivierter und konzentrierter als sonst im Training, bestätigte dies Erfolgscoach Daniel Brack. Der konnte bis auf Robin Kolb mit der vollen Kapelle antreten. Die Gäste dagegen hatten nur 4 Feldspieler zum Wechseln. So, es war angerichtet und den ersten Treffer servierten die Jungs in Rot. Johannes Stumpf hämmert die Kugel unter die Latte. Doch die Antwort folgte prompt. Florian Möck setzt sich gegen Stumpf durch und lässt TuS-Keeper Michael Luderschmied keine Chance. Die Gäste stellen ja eine aggressive 3-2-1-Deckung. Das wurde natürlich im Training simuliert. Im Gegenzug überwindet Alexander Leindl VfL-Goalie Daniel Schlipphack. Das Duell Erster gegen Zweiter ging ja mal flott los. Das Team um den Ex-Balinger Falk Kolodziej gilt als abgezockt. In dieser Szene wurden sie aber von Lukas Fischer und Alexander Schmid abgekocht. Kreisfräse Rudi Schmid mit dem erneuten Ausgleich. Thiemann übernahm den Part in der Abwehr. So, dann Obacht, keine 4 Minuten rum. Marc Breckel dringt in den Strafraum ein und Corbinian Lex langt hin. Die Schiedsrichter zücken rot, ein herber Verlust für die ja ohnehin, wie erwähnt, mit schmalem Kader angereisten Gäste. Den fälligen 7 Meter setzte Christian Jabot an die Latte, danach traf erneut Stumpf und das war das 2-4 durch Falk Kolodziej. Wie gesagt, der spielte schon für den HBW 2 und die Junggallier waren ja auch in dieser Runde vorne mit dabei. Fischer dann staubtrocken. Der 22-Jährige wechselte ja mit Brack vom TV Plochingen nach dem Aufstieg der Plochinger in die dritte Liga an die Echatz. Und wie der Fischer, der ja auch schon beim TV Neuhausen spielte, ab in den Giebel, sein Saisontor Nummer 61 zum 4:6, 10 Minuten rum. Dann aber packten die Gäste eine Schippe drauf und zogen mit 3 Toren in Folge auf 9:4 davon. Sebastian Mainzer per Tempo-Gegenstoß, oh ja, da nutzte man die Pfullinger Fehler gnadenlos aus. Auszeit VfL, das Team von Trainer Martin Wild, mega effektiv vor der Hütte. Daniel Brack mit neuen Anweisungen. Und die setzten seine Jungs gleich mal um. Marc Breckel, Breckel ja der Top-Torschütze bis dahin. Das Zuspiel kam von Paul Prinz. Rechtsaußen Christian Jabot legte noch einen 7 Meter nach, aber näher als 2 Tore kam man erstmal nicht dran. Diese Fackel kam von Niklas Roth, 20 Minuten gespielt, 9:11, der Zwischenstand, ja, laut war's und weiterhin sehr intensiv. Die Profis auf und neben der Platte waren darauf eingestellt. Viele Zeitstrafen auf beiden Seiten, jetzt der VfL sogar in doppelter Unterzahl. Niklas Groß jetzt im Kasten, er kam ja aus Neuhausen-Filder und pariert hier gleich mal gegen Leindl. Aber im zweiten Versuch versenkt Yannick Engelmann die Kugel.
Der Rückstand pendelte sich auch in der Folge bei 2, maximal 3 Toren ein. Kolodziej setzte seine Mitspieler gekonnt in Szene, hier Leindl. Knapp 5 Minuten noch in Durchgang 1, der VfL mit einem Mann mehr und mit Lukas List, Paul Prinz und Christian Jabot. Auf ein Tor kamen die Hausherren kurz ran, doch der TuS schlug zurück, Sebastian Mainzer. So, 30 Sekunden haben wir noch. Falk Kolodziej tankt sich durch und der letzte Treffer in Hälfte 1 ging auf das Konto von Paul Prinz. Pass von Fischer und Prinz setzt seinen Körper ein und legt den Ball mit letztem Einsatz in die Maschen. Pause, mit 16:18 lagen die Pfullinger nach 30 hart umkämpften Minuten zurück. Rot auf Schwarz, Rot führt gegen Blau-Schwarz. Ex-Bundesligaspieler Daniel Brack sorgt ja für frischen Wind beim VfL. Sein Gegenüber Martin Wild selten so ruhig wie in dieser Einstellung. Seine Jungs zogen wieder auf 4 Tore davon, Alexander Leindl. Niklas spielt mit Falk ungewollt Doppelpass, der Ball passt auch, nichts Schlimmes passiert, ging gleich weiter. Der große und ausgeglichene Kader, sicherlich heuer ein Plus. Spieler wie Hauchbauer oder Stahl sind weitere Alternativen und auch Kolb wird bald zurückkehren. Auf der anderen Seite sah es doch deutlich übersichtlicher aus. Das könnte im Laufe der Partie noch ein Faktor werden. Trainer Wild übrigens sehr oft im Dialog mit den Unparteiischen. Axel Goller jetzt auch dabei, der Rechtsaußen bestritt ja auch schon einige Partien erfolgreich in den DHB-Nachwuchsauswahlmannschaften und trifft hier erfolgreich ins verwaiste Gehäuse. So, und was der Axel kann, kann der Daniel auch. Schlipphack mit Auge, der VfL ist wieder dran. Yannick Engelmann als Stimmungskiller, aber nur für kurze Zeit. Das war super gespielt. Fischer, Prinz Breckel und Mike Breckel, wie so oft kalt wie Hundeschnauze vor der Hütte. 21:22, erneuter Anschlusstreffer. Wann fällt der Ausgleich? Schlipphack pariert den Wurf von Kolodziej. Bislang der VfL-Keeper, im Gegensatz zu einigen Spielen zuvor noch kein Faktor. Millimetergenau gespielt von Kolodziej auf Felix Kerst und der macht das ebenfalls stark. Jabot behält die Nerven vom Punkt. 20 Minuten noch, so, und jetzt war's soweit. Wieder initiiert von Fischer, am Kreis steht Rudi Schmid. Ausgleich endlich, 23 beide. Kippt das Ganze jetzt? Nö, der Tabellenzweite zeigte sich unbeeindruckt und legte mal eben 3 Tore in Folge nach. Hinten bekamen die Pfullinger den Laden nicht dicht, Mainzer aus der Hüfte. Aber der VfL ist nicht locker. Logo, die Form stimmt, die Brust ist breit, die Fans waren da, der Klassenprimus robbte sich wieder ran. Mike Breckel. Lukas Fischer zum Ersten, schön abgelegt von Flo Möck. Lukas Fischer zum Zweiten, rums, rein damit, was für eine Energieleistung. 26 beide, Fischer dübelte die Kugel ins Netz, Hammer. Und es kam noch besser, Prinz raus zu Axel Goller und der mit dem 4. VfL-Tor hintereinander und mit der ersten Führung in diesem Spitzenspiel überhaupt. Wir schreiten die 47. Spielminute. Jetzt gab es kein Halten mehr und den gönnen wir uns nochmal in Ruhe. Und eine Auszeit gibt's auch noch. Die nutzte Kamerakollege Lukas für den Gang nach unten. Der TuS glich aus, doch Flo Möck sorgte für die erneute Führung. Peng und nochmal.
Wer gedacht hatte, jetzt kippt die Partie aber endgültig, hatte die Rechnung ohne die Oberbayern gemacht. Während der VfL einiges liegen ließ, zogen die Brucker wieder weg. Engelmann. Und wieder Yannick Engelmann. Der dreht in dieser Phase richtig am Rad. Die hart erkämpfte Führung war weg. Markus Winkler, Sieger gegen Jabot. Jetzt waren die Roten wieder oben auf. Achtung, der Gruß an die mitgereisten Fans. Beim VfL war der Wurm drin und die Gäste spielten das clever runter. Kolodziej zu Julian Brause und der rammt die Kugel zum 28:31 aus Pullinger Sicht ins Netz. In den letzten 6 Minuten wurde es nochmal turbulent. Zunächst sah Stumpf die zweite rote Karte und dann musste auch der Coach runter. Martin Will machte seinem Namen ab und an alle Ehre. Aber Emotionen gehören eben auch dazu. Seine Jungs ließen sich erstmal nicht aus dem Konzept bringen. Axel Goller dann, noch waren über 4 Minuten zu spielen. Engelmanns 8. Kiste, damit war er bester Werfer der Partie. Marc Breckel macht hier sein persönliches halbes Dutzend voll, Breckel damit bester VfL-Schütze. Als Fischer mit seiner 5. Bude 90 Sekunden vor Rambo wieder auf einen Treffer verkürzte, keimte doch mal Hoffnung auf, zu Recht. Schliphack fährt das Bein aus. Doch im Gegenzug vergibt Goller die Chance zum Ausgleich und kurz danach machte Brause den Deckel drauf und die Sause stieg in Rot. Der TuS Fürstenfeldbruck gewinnt mit 34:32 in Pullingen und schob sich wieder knapp vor den VfL. Allerdings war nun der HBW 2 nach seinem Sieg in Hochdorf neuer Spitzenreiter, punktgleich mit dem TuS. Wir pusten einmal durch und haben dann die Stimmen. Niklas Roth ist auch bei uns. Jetzt ist die Serie gerissen, jetzt vor dieser tollen Kulisse am Ende. Hat ein Tick gefehlt? Ja, hat eben der eine Tick gefehlt. Dann haben sie jetzt ein bisschen schlauer gespielt als wir, waren ein bisschen cleverer am Schluss. Ja, aber das passiert halt mal. Jetzt haben wir 8 Spiele in Folge gewonnen. Dann muss man halt, irgendwann kommt halt mal eine Niederlage. Aber nächste Woche geht es ja wieder weiter. Ich glaube, wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Gerade aus letzter Woche haben wir in Horkheim doch ziemlich auf den Sack bekommen. Standen total alleine in der Abwehr. Ich glaube, das war heute der Unterschied, dass wir alle füreinander gekämpft haben. Und auch, ich glaube, gerade die rote Karte am Anfang hat uns noch mal viel mehr zusammengeschweißt. Und ja, im Endeffekt war es ein Kampfspiel, das wir zum Glück für uns entscheiden konnten. Ja, ich denke, das war, wo wir mit einem vorne waren und uns dann nicht schaffen, mit 2 oder 3 wegzuziehen. Da hatten wir echt die Chance, den Sack schon fast zuzumachen. Haben wir nicht geschafft. Und dann haben wir danach nochmal die Chance, in Führung zu gehen, da bei meinem Wurf. Ja, im Endeffekt muss man sagen, dass Burg sicherlich heute da ein bisschen besser dabei war. Ja. 34 Gegentore, vielleicht auch ein paar zu viel? Ja, sicherlich. Wir sind sicherlich manchmal zu passiv gewesen. Manchmal war auch der Torhüter dran und er ist trotzdem reingegangen. Da manchmal ein bisschen Pech gehabt. Da müssen wir dran arbeiten, auf jeden Fall. Mein lieber Mann, das war ein richtiger Fight heute. Erster gegen Zweiter, Spitzenspiel vor toller Kulisse am Ende. Natürlich schade, dass sie nichts in den Händen halten können. Ja, definitiv. War ein geiles Gefühl. Die Halle war voll. Wir konnten hier mit breiter Brust auftreten. Wir waren Erster. Fürstenfeldbruck war bis dato sonst immer Erster, jetzt Zweiter. Jetzt gut, nach dem Sieg natürlich wieder Erster. Dennoch haben wir es nicht geschafft, trotzdem 28:27 auf 2 Tore wegzuziehen. Das war für mich der Knackpunkt. Kriegen dann wieder den Ausgleich und schaffen es dann einfach nicht. Die Halle war hinter uns und wir schaffen es trotzdem nicht, das Ding oder den Sack zuzumachen. Daniel Schimmack ist bei uns. Jetzt ist die Serie gerissen. Es war ein irres Spiel, ein Wahnsinnsfein am Ende. Ja, ein bisschen Pech. Ja, Pech oder eigenes Unvermögen, ich weiß nicht. Wir haben über das ganze Spiel so den richtigen Zug von der Abwehr nicht gefunden, hinten raus oder in 2,5 mal in einer kleinen Phase. Aber wir Torhüter noch nicht viel hinten zu fassen bekommen und ich denke, so ist am Ende dann 34 Gegentore zu Hause einfach zu viel. Erste so nach dem Spiel ist natürlich schon die Enttäuschung da. Da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, das kann ich jetzt gleich in die Analyse reingehen. Wir haben heute schon viel investiert, haben alles reingehauen, was irgendwie in uns drin war. Ich habe dann in der 50., als wir dann mit einem Tor zum ersten Mal in Führung waren, darauf gehofft, dass wir das Spiel tatsächlich auf unsere Seite kippen. Es ist uns leider nicht gelungen. Ich muss aber auch sagen, dass Fürstenfeldbruck heute einfach ein sehr, 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 sehr starker Gegner war, sich in der Abwehr im Zweikampf einfach super angestellt hat.
und dann vielleicht auch in dem entscheidenden Moment, den Hauch cleverer war als wir, im entscheidenden Moment Zeitstrafen bekommen hat. Und das war dann vielleicht der kleine, aber feine Unterschied. Eine Woche später setzte sich der VfL mit 36-27 souverän beim TSV Blaustein durch. Dann stand das Derby gegen den HBW Balingen-Wallstätten 2 an. Damit geht's dann auch bei uns weiter. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Der VfL Pfullingen wurde Ihnen präsentiert von Renz Entsorgung, Ihr zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb im Raum Reutlingen und Tübingen.